herzlich willkommen zu Testy Tasty. Für die, die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura und heute habe ich wieder einen schönen Primer-Call. Und zwar ist das unser Dezember-Haul. Wie ihr wisst, beziehungsweise die, die schon mein Abonnent sind, mache ich ja jeden Monat einen Primer-Call. Also die, die neu dabei sind, einfach mal schnell auf den Abo-Knopf drücken und das Glöckchen aktivieren und schon bekommt ihr jeden Monat die neuesten Trends. Also die Trends, die ich so finde. Alles kann ich euch natürlich nicht zeigen, aber es ist schon immer eine ganze Menge. Ja, für die, die es noch nicht wissen, ich habe bei mir in der Nähe die größte Filiale Deutschlands in Essen und da bin ich zu regelmäßig zu Besuch, würde ich sagen, und deswegen finde ich da immer eine ganze Menge. Aber schaut einfach mal selber, ich habe heute wieder 4 pralle Tüten voll geshoppt. Seid gespannt, was es ist. So, Tüte Nummer 1 ist auch prallvoll. Ich fange einfach mal an, hier so ein bisschen was rauszukramen. Und zwar haben wir hier einen wunderschönen, ja, ist das so eine Mischung aus Cardigan und Cape, würde ich sagen. Und zwar in so einem wunderschönen Grau, also ganz schlicht gehalten für den Herbst jetzt. So ein kleiner Rolli ist dran und hier die Arme sind halt wirklich nur so angedeutet, sag ich mal. Und ansonsten ist es fast wie ein Cape. Also ich fand es wunderschön. So, kommen wir zum nächsten. Und zwar ist das so eine super, super süße Kuscheldecke von Disney. Von, hier, IA heißt der, ne? IA von, sag mal schnell, Winnie Pooh. Total niedlich. Ich weiß nicht, seht ihr das? Also die ist ganz, ganz weich und kuschelig. Und da sind halt so hellblaue IAs drauf. Und ist einfach, ja, weiß-creme. Ich kann die auch gerne mal auspacken. Die sieht nämlich echt wunderschön aus. So sieht sie aus, wenn sie ausgepackt ist. Boah, ich habe mich richtig verliebt. Die ist so schön. Ist halt so richtig babymäßig, ne? Also total süß. So, als nächstes. Ihr hört schon, ich bin etwas erkältet. Ich höre mich echt blöd an im Moment. Aber naja, was will man machen, ne? Der Dezember erwartet nicht. Und zwar ist das so ein kleines, süßes, eigentlich Kosmetiktäschchen. Ich funktioniere es aber um, weil ich filme mit so einer Digicam, also einer spiegellosen Reflexkamera. Nein, wisst ihr, wie es heißt? Wie heißt es? Eine Systemkamera. Genau, der Verkäufer sagte mir, es ist eine Systemkamera. Und zwar ist das die Lumix und die ist relativ klein und ich brauche nicht so extra dicke, fette Taschen mit mir rumschleppen. Deswegen habe ich mir gedacht, da passt die perfekt rein und das sieht auch einfach noch süß aus. Da steht, I woke up like this. Natürlich machen wir alle so auf, wie wir aussehen, oder? Aber natürlich. Hashtag no makeup. So, dann ein paar Haarklammern. Und zwar sind das so welche wie vom Friseur. Ja, die brauche ich immer, wenn ich mal meine Haare glätte. Wie ihr seht, ich habe ziemlich voluminöses Haar. Und bis ich da alle Strähnen extra rausgezogen habe oder sonst was, dauert das immer. Und deswegen klemme ich die immer schon vorher so ein bisschen ab, damit ich sehen kann, wo ist die nächste Strähne. Ihr wisst, was ich meine. So, als nächstes haben wir hier so ein zuckersüßes Bild. Und zwar von Mickey Mouse. Der guckt da unten einfach nur so hoch. Ich glaube, jetzt haben wir es. So ist es gerade. Und dann steht da drauf, Make Your Dreams Happen. Das fand ich total süß fürs Kinderzimmer. Ich hätte gerne mehrere Motive davon gehabt, aber es gab nur das eine. Das fand ich ein bisschen schade, aber das sah so süß. Ups. Gut, das ist nur Holz, war. dann habe ich mir so ein paar Chelsea Boots mitgenommen. Die gab es echt in allen Farben einfach. Und die sind so ein Bordeaux-Rot. Ja, und hier ist halt dieser, wie heißt das denn? Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sag mal, also Gummizug, aber es hat einen bestimmten Namen. Wenn euch das jetzt einfällt, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Mir ist dieses Wort entfallen. Ich hasse ja sowas. Kennt ihr das? Wenn ihr den ganzen Abend dann nach diesem Wort sucht und es fällt euch erst am nächsten Tag ein, wenn ihr nicht drüber nachdenkt. Fürchterlich. Ja, die gefielen mir auf jeden Fall sehr gut. So, dann wieder was for the kids. Und zwar einmal so einen wunderschönen Khaki-Pullover für den ganz Kleinen. Ich habe ja 2 Jungs, wer es noch nicht weiß. Und ja, den fand ich halt richtig süß. Und den haben wir auch schon in dunkelblau und der hat mal echt eine gute Qualität. Was bei Primark ja nicht ganz so oft vorkommt, aber die sind super. Ja, ein paar Babysocken noch. Und zwar sind das so süße Babysocken, auch wieder von Winnie Pooh mit so einem Tigger. Und hier auch nochmal in dunkelblau. Und dann steht da auch nochmal Tigger drauf.
weiter geht's für den großen einen Superman ans. Ach nee, gar nicht wahr. Super Mario. Superman. Mann! Und zwar liebt er das, also er liebt dieses Spiel. Und der ist hinten einfach so blau und rot und ja, das ist so ein cozy, so ein, wie heißen diese Anzüge, ne? Diese Onesies einfach, also so super flauschig und dann vorne halt auch einfach wie so ein Mario gemacht und da ist dann auch noch, ne, so eine, wie so eine Cappy mit drin. Also total süß gemacht einfach. Da wird er sich auf jeden Fall freuen. So, dazu gab es dann auch noch so einen süßen Anzug für den Kleinen. Und zwar ist da so ein Waschbär drauf mit kleinen Öhrchen, voll niedlich. Und da ist auch noch eine passende Mütze zu. Auch nochmal mit so süßen Öhrchen. Total niedlich. Oh, ich liebe so Babysachen. Die haben so viel da einfach. So, das war Tüte Nummer 1. Weiter geht's mit Tüte Nummer 2. Ihr seht mich jetzt nicht, denn Tüte Nummer 2 besteht aus sehr vielen Tassilo-Tassen. Das heißt, ich habe hier insgesamt 7 Stück von diesen wunderschönen Tassilo-Tassen ergattern können. Ergattern können heißt, die sind echt immer sofort ausverkauft. Wir waren schon um 10 Uhr da und kurz nachdem wir gegangen sind, war einfach so gut wie nichts mehr da. Ja, das sind sie. Davon habe ich 7 gekauft. Und natürlich auch noch diese kleinen Espresso-Tässchen. Die sind halt total niedlich, ne? Mit so einem Teller und ja, dem ganz, ganz kleinen Tassilo. Die fand ich richtig niedlich und die waren auch neu. Die habe ich nämlich vorher noch nicht gesehen. Davon habe ich 5 mitgenommen. Und meine liebe Kollegin Jenny, what else? Die wird sich sehr freuen, weil ich habe ihr nämlich welche mitgebracht. Juhu, Jenny, freu dich. Wir kommen bald zu dir, weil bei ihr sind die halt auch immer ausverkauft. Langsam. Da bin ich wieder. Jetzt habe ich natürlich noch was in der Tüte. Es waren jetzt nicht nur diese Tassen. Moment mal, ich sitze gerade auf der Tüte mit meinem Stuhl. Ja. So, was haben wir denn? Einen wunderschönen Schal, wie ich finde. Und zwar ist der rosa mit so einem rosé-goldenen Aufdruck, wie so Blümchen, so ein bisschen ja, so Mandala-artig. Und das fand ich so schön. Und Leute, der ist so flauschig, ne? Also wirklich, wenn man den anfasst, der ist oh, toll, wirklich richtig, richtig toll. So, dann haben wir, das fand ich auch noch total schön, hier so ein Stirnband. Und zwar mit so Glitzer. Also ich habe auch so ein geflochtenes Stirnband, so ein ganz neutrales. Aber das fand ich halt mal so ein bisschen spektakulärer. Kann man das so sagen? Also auf jeden Fall mal ein bisschen was Besonderes. Ja, Leute, ich blende euch gleich nochmal das Pendant dazu an. Pendant, keine Ahnung. Und zwar waren das einfach so mega krasse Schuhe. Habt ihr gesehen, oder? Ich werde nicht darauf laufen können, beziehungsweise es tun, weil mit 2 kleinen Kindern ist das immer ein bisschen schwierig, mit hohen Schuhen rumzulaufen. Fangen die mal erst alle ein. Und deswegen gab es auch noch total coole Hausschuhe einfach mit diesen Marabu-Federn. Und das fand ich richtig geil. Das hat so ein, irgendwie so ein, ist das Miss Moneypenny? Oder wer ist das, der immer damit rumgelaufen ist mit diesem krassen Bademantel oder diesem Morgenmantel und diesen, ja, diesen Federschuhen und die sind einfach Hammer. Oh Gott, ich bin so verliebt. Und die hatten auch noch die passende Federtasche, aber ich meine, ich laufe jetzt nicht im Haus mit so einer Federtasche und Federschuhen. Es reicht, wenn ich diese Federschuhe anhabe. Die sind so cool, Leute. Oh mein Gott, ich sterbe, ehrlich, die sind so schön. Die gab es auch noch in Grau und in Schwarz. Ich blende euch die aber gleich auch nochmal ein. So, ihr habt sie gesehen. Wunderschön. Denke ich zumindest, vielleicht nicht für jeden wunderschön. Wir machen weiter mit Tüte Nummer 3, weil Tüte Nummer 2 ist nun leer. Da ist sie. Und sie ist wieder prall gefüllt. So, womit fangen wir an? Also, ich habe mir eine neue Handyhülle gekauft. Und zwar ist das so eine Kaktushülle. Ich packe die jetzt einfach mal aus. Ich habe die selbst noch gar nicht ausgepackt. Ich weiß gar nicht, muss man da irgendwie was aufschneiden? Es sieht so aus. Tada, das ist sie. Und zwar ist das so eine Kaktushülle. Voll cool. Und da ist dann auch noch so grünes Glitzer drin. Aber ich beruhige das ja immer, wenn das so runterfließt. Und total schön. Ich fand die irgendwie echt super kitschig. Also
voll was für mich. Und da sind auch, glaube ich, so Herzchen drin, grüne. Also irgendwie fand ich das richtig cool. Was sagt ihr dazu? Findet ihr die auch schön? Also schön ist natürlich so eine Sache, aber auf jeden Fall mal was anderes. So, dann habe ich hier ein wunderschönes Kleid, wie ich finde. Und zwar ist das auseinandergefallen. Ups, ich baue es mal eben wieder zusammen. So, das ist es. Und zwar ist das nämlich so ein Unterkleid gewesen, was da gerade rausgefallen ist. Und zwar ist das schwarz und dann ist da so ein Netzkleid drüber. Und hier vorne seht ihr auch so eine richtig süße, ja, so eine, ich weiß nicht, wie so eine Kette, die da eingearbeitet ist. Und unten habt ihr so ein wunderschönes, so ein großes Schößchen, was so ein bisschen ausgestellt ist. Und oh Gott, ich habe dieses Kleid gesehen und ich musste es haben, weil es ist einfach so wunderschön. Ach, ich bin verliebt, Leute. Kennt ihr das, wenn ihr so ein Teil findet, wo ihr denkt so, oh mein Gott, wie schön ist das? Ihr braucht gar nichts anderes mehr kaufen, weil ihr habt schon euer Traumteil gefunden. Ja, so war es dabei. So, dann mal was ganz Einfaches. Und zwar hatte ich tatsächlich in meinem Leben noch nie einen Wattepad-Halter. Und den habe ich mir jetzt einfach mal mitgenommen. Weil es nervt mich schon ein bisschen so, wenn der die ganze Zeit hier, ja, immer so ein Turm steht, der immer umfällt und alle Wattepads fliegen durch die Gegend. Und jetzt habe ich halt einen. So, jetzt habe ich so ein Teil gefunden. Da bin ich echt nicht sicher, ob das gut aussieht oder nicht. Es hat mich angesprochen. Wir werden sehen, ob es gut aussieht oder nicht. Also, und zwar ist das so ein Rock, also so ein Taillenrock, kennt ihr, ne? Ihr habt was Enges an und dann setzt ihr den in die Taille und der geht halt so richtig, puh, so puffy ist der einfach. Nennt sich das, nee, A-Linie ist das nicht, ist das ein Tulpenrock? Ich weiß es nicht genau, ich will euch da auch nichts Falsches erzählen. Auf jeden Fall ist das ein cooles Teil, wie ich finde. Und zwar sieht der so aus. Also oben ganz eng für die Taille und dann ist der unten halt so mega ausgestellt. Und ist halt auch wieder so ein Unterrock mit einem durchsichtigen Überrock, der in so einem Anthrazit silber-schwarz gehalten ist. Und der gefiel mir echt gut. Ich hoffe auch, dass er gut aussieht. So, weiter geht's, weiter geht's. Ja, wir haben ja gleich auch noch eine Verlosung. Da habe ich schon mal hier das ein oder andere Teil zur Seite gestellt. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, dann wunderschön mal wieder. Wunderschön. Oh mein Gott, ich liebe diesen Pullover einfach. Leute, guckt ihn euch an. Der ist rosa und hat Glitzersteine. Ich hoffe, die kommen jetzt hier so richtig zur Geltung, weil die sind tatsächlich echt edel gemacht. Und zwar finde ich das auch gut, dass sie so versetzt sind, weil so Steinchen, kennt ihr, fallen halt beim Waschen einfach öfter mal ab und da fällt es dann auch nicht so auf. Und da sind halt auch wie so, ja, so kleine Ornamente gearbeitet, aber auch einzelne Steine. Das fand ich irgendwie mal was anderes. Also echt cool. Guckt mal. Wunderschön. Ich bin verliebt. Ich sag ja, heute habe ich echt viel da gefunden, muss ich sagen. Mein Mann hat mir schon Angst gemacht an der Kasse. Meinte so, du gehst hier mit 1000 Euro raus, was ist los mit dir? Ich so, was für 1000 Euro? Ja, das ist total teuer. Ich so, nein, nie im Leben. Und es waren auch keine 1000 Euro. Es waren so um die 300. Auch schon echt viel, muss ich sagen. Aber das sind halt auch echt tolle Teile. Und wenn man mal guckt, wie das so woanders ist, da kostet es auch nicht, ist es auch nicht so günstig und es ist einfach teurer, wollte ich damit sagen, woanders. Und ich habe so viel Geld gespart. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, ihr habt einfach total viel Geld gespart, wobei ihr eigentlich nur Geld ausgegeben habt? Ja, das bin ich. So, als nächstes. Oh mein Gott, ich sehe gerade, der Verkäufer hat hier alles in diese Tüte einfach reingehämmert, obwohl das Accessoires sind. Ist aber nicht schlimm, lassen wir uns nicht rumbewegen, ne? Und zwar ist das einmal eine Bürste, weil wir haben ja keine Bürsten. Nein, Laura hat keine Bürsten. Aber mir ist aufgefallen, dass ich immer eine meiner Bürsten mit rüber ins Badezimmer nehme, wenn ich den Conditioner oder die Kur einarbeite. Und da hatte ich keinen Bock mehr drauf und habe mir einfach eine fürs Badezimmer gekauft. Hallo? ja, dann, ich liebe ja neue Sachen. Ne? Primark bringt immer so viele neue Sachen, das finde ich so cool. Und zwar ist das ein Ring mit so einem Bommel. Also ich meine, so Fell ist ja im Moment eh so in. Guckt ihn euch an. Ist der nicht wunderschön? Er ist genauso kitschig wie meine Marabu-Feder. Füße, wollte ich gerade sagen. Meine Marabu-Feder Schlappe. Also, so sieht er aus. Er ist gold und hat einen Bommel und ich finde ihn einfach cool. Kann man nicht anders sagen. Der ist super.
So, weiter geht's. Was haben wir denn hier so als nächstes? Naja, den fand ich richtig cool. Und zwar ist das der Lip Wizard Magical Metallic Liquid Lipstick. Und Leute, der hat eine Farbe, ne? Also das ist echt der Hammer. Da ist er auch. Und zwar ist das so ein richtig dunkles Lila, aber so ein richtig dunkles Lila. Und zwar auch nicht in so einem Bordeaux-Lila, heißt es Bordeaux-Lila, sondern es ist so ein krasses, düsteres, mysteriöses Lila. Wisst ihr, was ich meine? Wenn nicht, dann blende ich es euch gleich ein. So, und damit ihr auch wisst, was ich meine, hier ist er. Also ich finde ihn richtig cool. Die Pigmentierung lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also ihr müsst ihn schon öfter auftragen, mal kurz trocken lassen, da drüber machen und so dreimal würde ich schon empfehlen. Weil sonst ist es ein bisschen fleckig, aber ich liebe diese Farbe, Leute. Das ist der Hammer. Und wie einst Karl Lagerfeld sagte, zu Currygelb kann man auch mal Lila tragen. Was er ganz bestimmt nicht gesagt hat. So, wir machen weiter. Und zwar habe ich hier mal endlich geschafft, ein paar, wie nennen die sich, Eyeshadow Shields zu kaufen. Und zwar sind das einfach so, ja, wie so dünne Wattepads, die ihr euch unter die Augen klebt, damit euer Lidschatten nicht verläuft, beziehungsweise euer Lidschatten runterfällt auf das untere Auge, da wo er ja nicht hingehört, sondern er gehört ja aufs obere Auge. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das bestimmt schon gesehen. So, dann ein Get Lippy heißt das, eine Holographic Collection. Okay, das ist ein Lip Kit und zwar aus einem Liner, aus einem Gloss und dann ist da so ein cooles Pulver bei. Seht ihr das? Das ist so ein Glitzerpulver, was man dann wahrscheinlich darüber streuen wird, was da drauf klebt. Und dann habt ihr halt so einen mega holographischen Look. Und das könnte echt gut aussehen. So, jetzt gehen wir mal wieder zu den Klamotten über. Und zwar ist ja im Moment so Karo, Haarentritt, Schwarz-Weiß sehr in. Und da habe ich doch tatsächlich ein wunderhübsches Mäntelchen gefunden. Und zwar ist, also was heißt ein Mäntelchen? Das ist eher so ein Überziehjäckchen und das fand ich richtig schön, wenn man so echt ganz in Schwarz gekleidet ist, so ein Bordeaux oder ein Currygelb, dann finde ich das richtig cool. Das hat halt auch so Trompetenärmel und ja, unten so Schößchen noch angenäht. Ich fand das wunderschön. Das ist so, ich mag diese Länge halt auch einfach, dass das so ein bisschen über den Po geht. Sehr hübsch. So, und dann auch noch so ein, ich habe nur Lieblingsteile heute, merkt ihr das? Es ist normal. Das ist normal, Leute, sagt mir das. Aber es waren einfach so wunderschöne Sachen dabei, Leute. Ihr müsst da unbedingt hinfahren. Also das ist echt der Hammer gewesen, was die da heute alles hat. Und ich hätte echt den ganzen Tag da verbringen können. Ja, auf jeden Fall haben wir diesmal wieder einen hübschen Pullover für den Herbst-Winter. Und zwar in einem wunderschönen Grau mit Pink abgesetzt und Rosen. Oh mein Gott, wie schön. Sind es Rosen oder sind es einfach Blumen? Ich würde sagen, es sind Rosen. Und zwar sieht das so aus, wie wenn man früher diese... Sind das Stickereien? Es sind Stickereien, glaube ich. So sieht es aus. Und oh, wunderschön. Unten ist das auch so abgesetzt. Und die Ärmelchen. Und ach, irgendwie ist der so kuschelig und so wunderschön. So, meine Lieben, Tüte 3 neigt sich dem Ende zu. Und da haben wir doch einfach nochmal so ein hübsches Notizbuch. Einfach für meine Videos. Da habe ich immer so ein paar neue Ideen. Und die müssen irgendwo notiert werden. Und im Handy gehen sie irgendwo wieder verloren. Kennt ihr das? Also ich brauche noch so ein bisschen Papier nebenher, nicht nur Elektronik. So, Leute, seid gespannt. Ich habe euch ja versprochen, es gibt ein Gewinnspiel von mir. Und zwar haben wir was Schönes gefunden. Habe ich was Schönes gefunden für euch. Aber bleibt dran, das werdet ihr jetzt sehen. Ja, ich dachte mir, ich hau mal einen für euch raus, Leute. Was ich ja sonst nie tue. Aber ich schenke einfach unheimlich gerne. Und da habe ich sowas Cooles gefunden, jetzt gerade für die Weihnachts-Silvesterzeit. Ups, habt ihr schon was gesehen? Ich hoffe nicht. Und zwar ist das eine wunderschöne, wundergeile, was Cooleres gibt's nicht auf der Weltpalette. Und zwar ist das eine komplette Glitzerpalette, Leute. Wie geil ist das denn bitte? Seht ihr das? Und zwar sind da einfach mal 2, 4, 6, 7, 21, 28 Glitzertöne dabei. Ist das nicht der Hammer, Leute? Boah, ich würde die am liebsten selber behalten. Naja. Kann ich ja jetzt nicht mehr. Aber die ist richtig toll. Oh mein Gott. Das sind alles so Gelfarben. Also auch, die könnt ihr einfach über euren Shadow oder drüber machen, weil ihr habt einfach jede Farbe gefühlt da drin. Von Silber, Gold, Rosé, irgendwelche irisierenden Farben, Blau, Grün. Es ist einfach alles dabei und die ist so wunderschön.
Hier ist so wunderschön. Ich muss euch einfach nochmal zeigen. Und nein, es ist nicht alles, was ihr bekommt. Weil ich habe euch ein dieses Set zusammengestellt. Und zwar gibt es dann auch nochmal... Es gibt jetzt so Limited Editions bei Primark. Und die hatten so richtig geile Kreolen. Und zwar in so einem Komplott-Stil. Ich glaube, ihr kennt alle Komplott, diese Marke. Ja, das sind sie. Sie sind einfach wunderschön in so einem gebürsteten... Ist das Kupfer? Ich weiß es nicht. Ich nenne das immer Komplott-Metall. Weil es sieht einfach haargenau so aus. Und diese Steinchen da drin. Und die sind einfach wunderschön. Und ich fand die so super passend zu dem Glitzer. Und nein, es ist immer noch nicht alles, weil ich habe euch noch so ein paar Ankle High Socks rausgehauen. Und zwar in so einem rosa Goldglitzer. Das ist ja total innen einfach unter den Jeans, wenn die so ein bisschen rausgucken und so. Und die sind auch wunderschön. Ja, das kriegt ihr von mir, ihr Lieben. Ich verlose es. Und was ihr dafür tun müsst, um das zu gewinnen, ist einfach nur Abonnent meines Kanals zu sein oder zu werden, je nachdem. Dem Video einen Daumen nach oben da lassen oder auch zwei, wenn das geht, geht nicht. Und natürlich einen Kommentar verfassen und in den Kommentar mir einfach mal reinschreiben, warum ihr diesen Gewinn verdient habt mit dem Hashtag Glitter bitte, damit ich auch weiß, dass ihr wirklich gewinnen wollt. Alles Weitere findet ihr in der Infobox und dann wünsche ich euch ganz viel Glück, ihr Lieben. Tüte 4. Da schauen wir doch direkt mal rein, was wir hier so Hübsches haben. Okay, das ist auch so ein wieder Lieblingsstück. Sind alles meine Lieblingsstücke? Ich habe irgendwie so das Gefühl. Also, und zwar ist ja im Moment alles mit Perlen super duper innen. Und jetzt habe ich so einen grauen Strickcardigan gefunden, wo einfach die kompletten Ärmel mit Perlen besetzt sind. Seht ihr das? Ja, ihr seht das, ne? Genau, und das fand ich halt richtig schön. Und vorne ist halt auch nochmal so eine Passpellierung, würde ich jetzt mal das einfach nennen. Auch mit Perlen und ich finde ihn wunderschön und wunderkuschelig. Tolles Teil. So, weiter geht's. Und das ist auch schon wieder so ein hübsches Ding. Diesmal ist es aber kein Pullover oder Cardigan, sondern es ist ein Kleid. Und zwar ist es so ein cooles Herbstkleid, was man so einfach über einer schönen Strumpfhose da so anziehen kann. Zur Not auch mit Axt oder sonstigem. Ich muss es kurz wieder sortieren. So, das ist es. Und zwar ist da nämlich auch wieder so ein Unterkleid bei. Und dann ist das so wunderschön durchsichtig wieder, aber mit Samt bestickt, Leute. Das finde ich richtig cool, weil ich liebe im Moment ja sowieso Samt. Seht ihr, dass es Samt ist? Ich hoffe, ihr seht das. Mit langen Ärmelchen und so, ja, wie so ein Chiffonstoff. Und der ist auch wieder so schön. Der, das Kleid. So, dann noch ein paar Socks fürs Baby wieder. Und zwar mit Mickey Maus. Das ist das Mickey Maus von dem Haus. So. ja, so verschiedene Pärchen halt einfach. Dann noch eine Hose für den Großen. Und zwar ist das so eine, wie nennen die sich? Joggerfit, okay? Die ist unten so abgesetzt wie so eine Bikerhose und dann ist die unten ganz eng. Seht ihr das? Yay! Ja, und in so einem coolen, ja, das ist kein richtiges Khaki, das ist so ein Grau-Khaki-Gemisch, keine Ahnung. Fand ich auf jeden Fall schön. Dann für mich noch etwas und wir gehen echt stark dem Ende zu. Also jetzt auf keinen Fall abschalten, weil es ist gleich vorbei. Und zwar, ja, das ist auf jeden Fall so eine High-Waist Skinny Jeans. Also ihr seht hier, die ist so ein bisschen höher geschnitten. Das mag ich echt immer ganz gerne. Ich mag nicht diese Hüfthosen. Und es ist tatsächlich mal eine ganz einfache Jeans. Wo findet man noch einfache Jeans? Es sind überall irgendwelche, mittlerweile sogar Netze eingenäht. Es sind Löcher überall drin, irgendwelche Abschürfungen. Und die ist einfach eine Jeans. Eine ganz normale Jeans. Habe ich gedacht, muss ich mal mitnehmen. Ist was Besonderes. So, und als allerletztes Teil, ihr Lieben, ist das ein Home Storage. Und zwar sind das zwei so süße Schalen, Körbe aus so einem Roségold, Kupfer, mit Leinen drin. Und einmal in groß und einmal in klein. Und das fand ich total praktisch hier für meinen Schminktisch, vielleicht um da wieder ein bisschen Ordnung reinzubringen. Wer weiß, ob ich das schaffe. Ich hoffe es. Ja, wenn euch das Video gefällt... Ey, hier stürzt alles ab, oder Leute? Was ist das hier? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Werdet mein Abonnent. Darüber freue ich mich sehr.
Und lasst mir natürlich auch gerne ein bisschen Feedback in den Kommentaren da, wie euch das Video gefallen hat. Darüber freue ich mich immer sehr. Und sagt dann einfach bis zum nächsten Video. Verlinke euch hier noch einen Abo-Knopf und hier vielleicht noch zwei Videos, wo ihr nochmal reinschauen könnt gerne. Und sagt tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Lara.